Hey ho Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Ranked. Das Format Road to Gold kann ich eigentlich für mich schon in die Tonne treten, weil ich bin ganz ehrlich, ich sehe nirgendwo jetzt hier etwas, wo ich sage, wow, da werden wir wohl Stich sehen. Weil ich gehe jetzt immer stark davon aus, dass meine Teams nichts können. Es klingt böse, wenn ich das sage. Ich habe mir das letzte Match angeguckt. Es sind ein paar Minuten vergangen. Ich kann sogar aus dem TS rausgehen, kurzen Moment. Aber ich traue von den Spielern hier keinem mehr. Das ist einfach. Zum Beispiel schon alleine, wenn ihr das seht, iGank Level 6. Das heißt, der Ranker Power Farm erstmal nimmt sich selbst die Opportunity oder die Möglichkeit, wer es nicht versteht, vor Level 6 zu ganken. Wenn sie jetzt nochmal ein Squishy nehmen, also irgendwas, was nicht so schnell, nicht so viel Leben hat, spiele ich weiter. Okay, jetzt ist Miss Fortune auf jeden Fall drin. Warum hat sie Heal dabei? Nö, ich schreibe ihm nicht, dass er kein Heal mitnehmen soll. Also wir spielen definitiv gegen Sona und Sivir. Und das ist eine Poke Lane. Das heißt, die wird die ganze Zeit vorne stehen und machen Piu, 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 Piu und ihre komischen kleinen Akkorde und so schießen. Und ja, ich werde versuchen zu ganken. Zu ganken. Versuchen, sie selbst gegen zu poken. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren, da ich einen Fresh Support habe. Wenn er gut im Hooken ist, haben wir gute Chancen. Und ich würde jetzt sogar für meinen Teil mal vermuten, dass unsere Mitte, also unser guter Yasuo, ein typischer Yasuo-Main ist. Also ich geb nur das zu bedenken. Ich schätze jetzt mal mein Team ein, so von dem, was ich gewohnt bin. Der Yasuo geht mit 0 zu 250 Millionen Toten raus. Blamed das Team. Mein Supporter rennt Brain AFK 2-3 Mal rein. Rengar wird die ganze Zeit im Jungle von Warwick umgebracht. Und auf der Top Lane verliert Yorick gegen Riven. Obwohl es theoretisch nicht so sein sollte. Ich lasse jetzt mal die Botlane von uns, also was ich jetzt, wie ich jetzt das Spiel komplett raus. Ich kann halt gut spielen, ich kann halt scheiße spielen, je nachdem. Ich weiß es noch nicht. Das sehe ich gleich, ob die Sona weiß, dass sie mich wegpushen muss oder nicht. Weil das ist schon hier krass. Sie hat Press the Attack drin. Das heißt, sie macht nach dem dritten Auto-Attack dann richtig Schaden. Ich kann nur hoffen, dass sie vergessen hat, Mastery zu wechseln. So. Vielleicht habe ich auch mal Glück, dass ich aus den letzten 32 Spielen, 33 Spielen mal mit einem 9. Sieg herausgehe. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin mal die Statistik angeguckt, während ich hier so gewartet habe und das letzte Match ausgewertet habe, ich mir auch meine Statistik angeguckt und so geguckt, weil da steht Stats, das habe ich selber nicht gewusst, dass das drin steht hier bei LOL. Da steht drinne, ich bin halt. Ich habe eine gute Map-Awareness und ich habe ein gutes, eine gute KDA. Ich meine, eine KDA von 2, irgendwas ist nicht gut. Aber mal beiseite gestellt, ich bin nicht zu aggressiv. Ich habe bloß noch nicht so ganz so den Tick raus mit dem Farm. Ist aber auch für mich jetzt nicht so das, wo ich sage, wow, das muss jetzt sofort sein. Ich muss jetzt diesen Mörder-Farm haben.
Ich meine, es ist anstrebenswert, einen perfekten Form zu kriegen. Ich werde es aber nicht schaffen, deshalb versuche ich einfach dann halt wirklich gut zu formen, gut durchzukommen und einfach nicht zu füttern. Das, was ich aber halt nicht verstehe, ist, wie ich dann wirklich gegen Leute, ich verstehe es nicht. Also es sind 200.000 Spieler locker jetzt online, die halt Bronze sind. Da verstehe ich es zum Beispiel nicht. Ich habe auch mal, wenn ich dran denke, würde ich auch mal dann die anderen Matches gucken, die ich davor gemacht hatte. Ob es da ebenfalls so war, dass ich nur gegen Silberspieler gekämpft habe, weil dann kann man Riot vorwerfen, dass sie ganz absichtlich die Elo-Hölle hervorrufen. Weil wenn man als Bronzespieler nicht mit Bronzespielern gematcht wird, sondern es halt wirklich dann immer wieder andere Spieler mit dabei sind, dann ist das beabsichtigt. Dann wollen sie nicht, dass du irgendwo Fortschritt machen kannst. Das ist nämlich das, was ich komplett glaube bei Riot Games. Sie geben einfach nichts mehr auf dich. Ich kann ja jetzt schlecht schreiben, ich habe gar nichts anderes erwartet von einem Rengar. Dass er erst mit Level 6 irgendwo ganken möchte. Aber ja, ich habe nichts anderes erwartet. Hätte ich natürlich, das habe ich vergessen, ich hätte natürlich meinen ersten Stack abholen können. Please. Was habe ich vorher gesagt mit diesen typischen Yasuo-Spielern? Ey, das ist... Oh, fuck off, Alter! Ich habe zwar einen Kill, aber er hat mir gleich erstmal noch einen Minion geklaut. Weil das war kein unwichtiges Minion. Das war das scheiß Cannon-Minion. So, ausgepusht ist. Jetzt gehe ich Base. Und das Gute ist, ich komme gleich mit zwei Langschwertern wieder auf die Lane. Ein Pink Ward und noch ein Heiltrank. Ich weiß zwar nicht, warum ich schon wieder Heiltränke anfange zu horten, aber es ist irgendwo eine schlechte Angewohnheit. Ich sag's mal so, wie es ist. Wenn man die ganze Zeit Pink Wards kauft als ADC, macht man was verkehrt, weil das ist eigentlich die Aufgabe des Supporters. Immer und immer wieder Pink Wards zu kaufen. Das Lustige ist, ich habe kein Ward von Thresh bis jetzt gesehen. Ich kaufe Pink Wards, um mich sicherer zu fühlen, wenn ich dann so denke, okay, von da hinten kann jetzt nichts kommen. Ja. Nothing but powder monkeys.
Alter! Why? Hör doch auf mit diesem Scheißgefarme. Verstehe auch nicht, heute ist Feiertag. Also ihr müsst verstehen, heute ist der 3. Oktober. Bei mir im Haus macht erstmal eine übelst Party. Bleib weg, hast wenig Leben. Mach mir das Leben bitte nicht noch schwerer. Das Vorziehen mal keinen geistig zerrütteten Menschen hier auf der Lane zu haben. Ich hab den scheiß Auto-Hit abgebrochen. Ah, goddammit. Ja, das. Falls einer sagt, ja, da warst du selber schuld. Ja, da bin ich selber schuld gewesen an diesem. Was? Das zählt als Fähigkeit? Sie kann meine Q einfach interrupten? Das ist ja brutale Scheiße. Das wusste ich nicht. Man lernt niemals aus. Schon wieder. Wieso geht sowas? Das zählt doch wie ein Auto-Hit. Würde ich rauspatchen, so darf nicht mehr gehen. Ist zwar eine Fähigkeit, aber das dürfte trotzdem nicht gehen. Ist ja voll unfair. Hier, Kollege, ich hab ein Mana. Ui, 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 ui. Sehr geil. Weil er sagt, er gankt erst mit Level 6, aber dann verstehe ich nicht. Also, ich möchte nicht meckern. Ganz im Gegenteil. Aber er sagt halt, er gankt erst mit Level 6, aber er gankt halt schon mit Level 3 das erste Mal. Und jetzt ist er hier aktiv. Es ist für mich, es ist eine Freude zu sehen, dass mein Team nicht geistig behindert ist. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Hurra, ich habe keine Idioten im Team. Oder zumindest nicht so große Idioten wie sonst. Ja, was denn? Ich hab's doch mitgekriegt. Bing, 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 bing. Not a problem. So. Was hat jetzt... Was? Ignite wieder? 200, 200... Kommt dann Miss von der Mitte? Nur Miss. Miss, careful, ja. Ich glaube, mein Freund, da warst du ein wenig zu spät. You've got dangerous eyes. I like that. An ally has been slain.
Fragner einfach mal. Slash. Ich darf mein Team nicht. Das. Ich würde es einfach mal wissen wollen. So, die ersten 10 Minuten sind vorbei. Gathering Storm hat schon mal geprockt. Also ich habe jetzt schon ein bisschen mehr RD als vorher. Sure you can handle me, summoner. Schön. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Ist mein Drängar jetzt, Sir? Komm schon, Fighter! Der geht eher auf mich. Als ob der gerade die Dings nehmen wollte. Geh doch weg! Back! Du Trottel! Einfach back! Der springt über die Wand und stirbt. Hundertprozentig. Das ist so. Oh. Why? I've got a good feeling about this. Why? Ich verstehe es nicht. Jetzt kommt Yasu, stirbt gegen Ding. Ja, stirbt er. Und er stirbt. Es gibt's doch nicht, hör auf zu füttern. What the fuck? Nicht. Achso, ich wollte gerade sagen, nicht diven. Es ist ja kein Tower mehr da. Jetzt gerade meine Minions hier gemacht. You've got dangerous eyes. I like that. So. Ich habe mal nicht versucht, dem Gegner irgendwie zu helfen, unseren Leuten zu helfen, sondern ich bin einfach mal straight dahin gelaufen, wo ich gedacht habe. Er hätte es gedacht, ich stehe 4-2. Weiter, weiter, weiter. Wir sind bei nicht mal 15 Minuten direkt am Base Tower von denen. Ich kann Deskblade wieder benutzen. Nee, nee, back, 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 back. Bitte, einfach nur back. Oh, nee.
Oh, fuck! Warum ist sie so fucking schnell? Ja, und der macht nur Smiley. So was Beklopptes. Dämliche Mitspieler, ey. Wow. Verstehe ich nicht. Warum freut man sich da? Oh, sehr schön. Wir haben einen Drake gekriegt. Oh. Sie steht 3-5. Drei, fünf. Er freut sich noch. Mach erstmal was, was man eigentlich nicht machen sollte. Jetzt gehe ich auf eine andere Lane. Ich habe jetzt zwar indirekt meine Ulti gewastet, aber direkt sogar gepusht. Wow, war ja mal richtig kacke. Hoppa. Jo, Leute. Hätte das gedacht. Haben die den Rift Herald immer noch nicht tot? Nicht fighten, nicht schießen, nicht schießen. Boah, Alter, hör doch mal auf zu schießen. So ein typischer Rengar, ja. Das ist aber auch wieder so ein Team, wo ich nicht erwartet oder nicht erwartet, dass hier großartig was passiert. Tschüss. Rick hat recht, Bot. Ah. Ja, okay. Nicht viel, nicht. Kann überleben. Ich wollte jetzt einfach mal
Black Cleaver und gucke, ob das funktioniert. Ich habe noch nie Black Cleaver auf MF gebaut. Weil ich mir einfach sage, Black Cleaver ist so. Okay, ich komme nicht mehr dazu. Ich bin überrascht, aber auch irgendwo nicht, weil diesmal hatte ich garantiert diese High-Elo-Typen dabei. Oder zumindest, ich hatte mal nicht die vollkommenen Vollidioten dabei. Ich find's gut, gewonnen zu haben, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden. Der Fresh hat sein Zeug gemacht, auf jeden Fall. Bis auf Warden. Er hat nicht gewardet. Das habe ich A plus. Okay. Oh. Mastery 4 auf Miss Fortune. Okay. Vom Form her war ich weit voraus. Okay. Ja gut, okay. Ich hatte sogar mehr Geld als der Talon bei den Gegnern. Okay. Meister der Match. Hurra! Ich habe keinen Orner gekriegt. Keinen. Okay. Ja gut, okay, Leute. Das war mein Match, an dem ich nicht ganz so viel auszusetzen hatte. Aber trotzdem habe ich was dran auszusetzen gehabt. Was wollte ich euch noch zeigen? War letztens gesagt, ich habe ein paar. Kann ich zu den letzten. Ach, hier. Ich habe letztens ein paar Kisten aufgemacht und da habe ich ein paar geile Skins rausbekommen. Also den habe ich jetzt bekommen. Ihn habe ich bekommen. Weil ich sagen muss, die Animation ist einfach nur geil. Hobby. Ich habe überlegt, welchen Skin ich mir für die Shards hole. Ich habe alle Skins angeguckt. Ich dachte am Anfang erst so, Annie oder Wayne. Hecarim fand ich so, meh. Und Darius auch so. Darius hat für mich. Es klingt jetzt ein bisschen gemein, aber wer auch immer den designt hat, warum gibt er ihm. Es ist Darius. Warum gibt er Darius Streichholzbeinchen? Das sieht einfach scheiße aus. Und ja, ansonsten hier Katharina. Wow, die kam bei einem Reroll raus. Annie kam bei einem Reroll raus. Sie kam bei einem Reroll raus. Raus, 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 raus. Und wie gesagt, Poppy dachte ich mir so, gell, die schnapp ich mir. Na gut, okay. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Motivation, noch ein Match zu gewinnen. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt möchte ich bloß wissen, 24 Punkte habe ich wieder. Wow! Gab das Match 24 Punkte? Glaub nämlich schon. Steht leider nicht da. Egal, dann Leute, bis zur nächsten Aufnahme und viel Spaß im Ranked.